Es ist soweit, es kann jetzt losgehen, losgehen. Meine Generation lebt im Überfluss. Sie macht TV, weil heute niemand mehr an der Flak stehen und üben muss. Und dennoch stirbt meine Generation in einem Krieg, von dem niemand weiß, gegen wen und wofür er ist. Meine Generation hat keine Ziele mehr. Sie fragt sich, wo kriege ich heute noch Orientierung her? Doch wie soll man sein Leben planen, wenn man jeden Tag nur von Krisen hört und die Sicherheit wird hier verwehrt? Meine Generation ist das Handy gewohnt, versenden Messages und chatten, selbst wenn es sich nicht lohnt. Sie macht ständig Überstunden oder unbezahlte Praktika. Viele können studieren, aber müssen später Taxi fahren. Ich fühle mich wie der letzte Mohikaner, ganz auf mich allein gestellt. In einer weiten Welt, wo allein die Leistung zählt. Ich bleibe meiner selbst treu, andere müssen passen. Verlasse dich auf andere und du bist verlassen. Es ist nicht zu fassen, überall das gleiche Bild. Wenn du Probleme hast, gibt es kaum einen, der dir aus der Scheiße hilft. Deswegen mache ich lieber alles selbst und weiß, dass der Scheiß funktioniert, wie ich will und alles läuft. Denn jeder fokussiert sich auf sein eigenes Bild. Ich weiß nicht warum, nur dass es leider so ist. Also entscheide ich mich, dass ich lieber allein all meine Ziele erreiche, statt zu verzweifeln an mir. Warum kann auch die stärkste Liebe zerbrechen? Wie können Menschen sich entfremden und dann nie wieder treffen? Warum rede ich mir ein, ich könnte mit allzu vieles vergessen? Sauf dann einfach zum Spaß und amüsiere mich bestens. Wieso denk ich, ich müsste meine Ängste verdrängen? Ich bin jung, es geht darum, die eigenen Grenzen zu sprengen. Warum kommst du nach oben nicht mit deinem Streng und Talent? Es kommt nur darauf an, die richtigen Menschen zu kennen. Und warum wissen alle Bescheid über den Klimawandel und seine Folgen in der Zukunft, aber niemand handelt? Pack den Track in deine Anlage und hab es los. MAXMONT, bitte schreib's groß. Ganz egal, ob auf CD oder bei Live-Show. Drück dir ein paar Lines in den Kopf. Du kannst es kritisieren, doch in dir drin, da feierst du's doch. Rap ist nur Teilzeit, mein Job. Ich mach den Scheiß hier mehr for fun. Heiß wie Thermoskannen und zeitlos wie Nikes Air Force One. Brust in die Hand, oh Gott, wir zwei bringen Styles, die sonst kein Freak hier preisgibt. Oder Ficker zeigt, wie man Rhymes geht. Ich bin einfach Max Brown. Komm, ich muss dir was erzählen, diese Zeiten sind schwer. In unserem Land ist Winter, hier ist unsere Freiheit nichts wert. Werte sind nur, was die Wirtschaft schafft. Und sie feiern sich, wenn Bilanzen stimmen und ihr Profit sich vervielfacht hat. Der Börsenkurs ist die Lebensader, der Rest ist Nebensache. Aber mir geht's gut, solange ich Erfolg hab und Knete mache. Und wenn nicht, dann bist du reichlich am Arsch. Ernähr dich einfach von 4,30 am Tag. Und es bringt doch nichts zu sagen, andere Menschen sind noch schlechter gestellt. Dies ist Deutschland, eins der reichsten Länder der Welt. Früher saß ich allein in meinem Zimmer, hatte kein Schimmer von Hip-Hop, Kultur, Rap, Musik oder was auch immer. Ich verinnere nicht jedes Stück, geb mir Tipps, nehm was mit in einer Welt, als kaum Hip-Hop-Infos in den Medien gezeigt. Und René bei Mix, mein Lehrer, ich versteh, wie es ist, auch alles auf den Zeh, wisch doch wusst nie, wo die Szene ist. Ich mach Seh für mich, ey, wer zum Fick ist KRS? Ich kannte nix für mich, hab niemals große Brüder-Tapes gemischt. Doch ich verfolg meinen Weg zum Glück, mach's im Alleingang, hör zum ersten Mal Sammy und frage mich wahnsinnig, wie man der Welt so rein kann. Muss deswegen Moves machen, meine Ziele ins Visier nehmen und auf jeden Durchstart. Auf jeden. Ist alles gut, absolut, absolut. Jetzt wird viel Kraft gebraucht, kraft dich auf und machen Moves hier. Und streng dich an, spuck dir in die Hände, Mann. Spreng die Enge, wenn du's kannst und fuck dich selber. Erledigt, bin am Ziel angekommen, viel Land gewonnen, mit reichlich Stil dank der Songs und werd nachher sicher wieder bounce weitergehen mit dem Kopfhörer auf und dem Soundtrack meines Lebens. Denn Musik ist die Essenz und hält mich am Leben. Ohne sie würde ich die Welt und mich selbst nicht verstehen.